Ich möchte euch jetzt den Höhepunkt dieser Bühne vorstellen. Wir haben nicht nur Besuch aus Polen und ganz viel Unterstützung von Landwirten aus Europa, sondern auch aus Indien. Und aus Indien ist eine Frau gekommen, die als Wissenschaftlerin, als Aktivistin und als Autorin und als eine Kämpferin für Frauen-Empowerment auf der ganzen Welt nicht nur in Indien gezeigt hat, dass eine andere Landwirtschaft möglich ist, sondern überall auf der ganzen Welt. Sie ist Mitglied im Club of Rome. Sie wird zu Vorträgen überall hin eingeladen, weil keine wie sie sagen kann, wie wichtig eine vielfältige Landwirtschaft ist für Menschen, die in Vielfalt und Freiheit und Würde Ernährungssouveränität erleben dürfen. Ich möchte Sie jetzt bitten, mit einem ganz lauten Applaus unsere Rednerin Vandana Shiva zu begrüßen. Bernd Wartgeier steht neben mir, hat sie begleitet. Er weiß, wie Indien es geschafft hat, dass ein ganzes Bundesland Biolandwirtschaft hat. Und er wird heute aber nicht reden, nur übersetzen. Und dort ist Tick Tanzmann von Brot für die Welt, der sich seit Jahren einsetzt für diese Verbindung aller Ernährungssouveränitätsfürkämpfer. Und er ist auch dabei im engen Kontakt mit Vandana Shiva. Aber jetzt bekommt sie das Mikrofon. Vandana Shiva! Diversity are the movement that celebrates life, and we say no to the agro industry that kills. Wir sind eine Bewegung der Biodiversität, und wir sind die, die sagen, und wir wissen, dass die Agrarindustrie tötet. A century of ecocide and genocide, which was started by IG Farben, which is the ancestor of agro-industry, financed by Standard Oil, fueled by their fossil fuels, to experiment on people in the concentration camps. That experiment must end. We say no. Wir haben diese Situation seit 100 Jahren. Es begann mit der Industrie, die diese Chemiewaffen erst hergestellt hat, eine Verbindung mit der Energieindustrie, die diese unheilvolle chemische Allianz der Landwirtschaft geschaffen hat, die zu diesem Dilemma geführt hat. The bees give us food. One third of the food we eat comes from bees. Die Bienen ernähren uns. Ein Drittel aller unserer Lebensmittel kommen von den Bienen. Food is life, and it comes from living beings, living farms. Lebensmittel ist Leben, und das kommt von den lebendigen Tieren, von den Bienen, von den Pflanzen. Das Leben kommt vom Leben. The next lie of the agro industry is cow-free meat and cow-free milk and farm-free food. Die nächste große Lüge, die wir gerade sehen, ist, dass wir jetzt Milch ohne Kühe haben und letztendlich Lebensmittel ohne Bauern. When we grow food, we grow food in partnership with a living earth, a living soil, a biodiversity, and we take care of the climate. We reverse species extinction and we address hunger and chronic diseases. Mit unserem Kampf und Einsatz für die Biodiversität und Erhaltung der Biodiversität bekämpfen wir auch die Probleme, wie zum Beispiel die Klimakatastrophe. Und all die Umweltkatastrophen, die wir haben, die sind im Lösungsansatz über die Biodiversität und unser Kampf für die Biodiversität zu lösen. For 32 years I've been saving seeds, and we grow more food by protecting biodiversity. Seit über 30 Jahren sammelt Vandana mit ihren Seedbanks, mit ihren Aktivitäten Saatgut, und es ist mit diesem Saatgut und mit dieser Vielfalt, mit der die Ernährung gesichert wird und mit der wir uns ernähren. 50% of the greenhouse gases contributing to climate change are contributed by the agro industry and globalized trade in bad food that is killing us. Es
Etwa die Hälfte des CO2-Problems kommt direkt oder indirekt von der Lebensmittelproduktion, von der Landwirtschaft, von der Art, wie wir sie heute betreiben, ist mit der größte Emittent und Verursacher der Klimakatastrophe. In Navdanya, we have reversed the emissions. 100% more carbon in the soil through the plants, 100% more nitrogen, 150% more mycorrhizal fungi, 250% more beneficial bacteria. In Ihrer Forschungsfarm zeigen Sie, dass Sie das CO2 binden in Boden mit der biologischen Landwirtschaft 100%, dass die Mikrorhizaktivitäten hochgehen und dass der Boden lebendig ist und einen wesentlichen Beitrag zur Klimarettung leistet. The next decade will decide the future of humanity on this planet. Es bleibt uns leider nur noch ein Jahrzehnt zu drehen. Es bleibt nur noch ein Jahrzehnt, dass wir uns durchsetzen und es uns gelingt, diesen Planeten zu retten. And in the next decade, we must make every farm, every kitchen, every plate, every body free of poisons that kill us. Yes. Und in diesen 10 Jahren müssen wir jeden Betrieb, jeden Bauernhof befreien von den Agrargiften, unsere Teller befreien von den Agrargiften, unser Leben befreien von den Agrargiften. Whether you're protecting bees or fighting glyphosate or fighting hunger or fighting chronic diseases, allergies and autism in our children, join the movement for a poison-free planet, agro-industry-free planet by the year 2030. Wir müssen uns verbünden und vereinen, um mit unseren Alternativen, mit unseren Lösungen dafür zu sorgen, dass wir diese 10 Jahre, die wir noch haben, nutzen, um diesen Planeten zu retten. Not cooperating with genocide, not cooperating with the extermination logic of the agro industry is our duty as Earth citizens. Unsere Aufgabe ist es, zu widerstehen, nicht zu kooperieren mit diesem System, mit diesem kranken System, sondern mit unseren Themen nach vorne zu gehen. In this decade, the contest between death and life will be intense. You stand for life. Es ist wirklich ein Konflikt, wo es um Leben und Tod geht. Und wir sind hier für das Leben. Refusal to follow the logic of extermination and death is the highest civil disobedience of our times, and it is the obedience to the laws of the planet and the laws of the future. Nein zu sagen, zu widersagen, ist die größte Form des zivilen Ungehorsams. Und genau den brauchen wir. Denn der zivile Ungehorsam ist unsere Antwort auf das, was passiert. Und dann haben wir die Lösung auch. Gandhi called this Satyagraha the fight for truth. We are here together to fight for the truth of real food and real farmers, real joy and real celebration. That Satyagraha for life will not end. We give notice to the agro industry. Sie hat auf Mahatma Gandhi verwiesen, der in dem Satyagraha, in diese Widerstandsbewegung uns ja gezeigt hat, wie wir sich gegen solche Dinge wehren können, wie wir uns gegen diese Entwicklungen wehren können, und diesen Weg werden wir gehen. All my love, all our collective strength, billions of species, 7 billion people are stronger than a poison cartel of 4. We'll see them disappear. Thank you. Wir sind 7 Milliarden Menschen auf der Erde und wir sind stärker als die 4 noch übrig gebliebenen Agrargiftkonzerne, die versuchen, die Welt zu regieren. Thank you. Dankeschön. Herzlichen Dank, Banana Shiva, herzlichen Dank.
herzlichen Dank. Die Trägerin des Alternativen Friedensnobelpreises und alle müssen wir ihren Auftrag wahrnehmen. Wir sind mehr als ein paar Konzerne und die Bauern verdienen eine Chance für eine gute Landwirtschaft, ohne in diese Abhängigkeit zu geraten. Tanja, Vandana möchte euch einladen. Sie hat hier nur 4 Minuten. Sie ist nachher im Agrarkongress der Grünen und bei Soup & Talk um 5 Uhr eine ganze Stunde mit Vandana. Kommt hin. Auf in die Böll-Stiftung, zu Fuß in ein paar Minuten zu erreichen, Schumannstraße 8. Dort gibt es mehr von Vandana, aber der Auftrag ist klar.